Geh mal nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album Review. Ja, es ist doch tatsächlich so, dass ich in meinem Leben doch noch erleben darf, ja, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Könnt ihr euch noch erinnern? Damals, als es noch die MC gab, die Kassette, ja, als wir noch mit Kassette Musik aufgenommen haben, könnt ihr euch noch erinnern? Ihr habt vor eurem Radio gesessen mit Kassettendeck, ja, und mit dem Zeigefinger über der Aufnahmetaste habt ihr Radio gehört. Ja, es gab dann manchmal irgendwie so eine Rocksendung vielleicht oder irgendwie so eine Sendung, wo halt Mucke lief, die ihr hören wolltet, ja. Und immer wenn dann ein Song kam, wo ihr schon an den ersten Klang erkannt habt, ah, das ist wieder dieser Song, den ich neulich erst gehört habe, den ich so toll fand, schnell auf Aufnahme drücken und dann den Song aufnehmen. Ja, und euch darüber ärgern, dass das Arschloch vom Moderator in den Song reinbrabbelt dann, ja. Oder die Werbung kommt mittendrin. Oder irgendwie na, Autofunk, ne? Irgendwie so Autobahnen oder irgendwie so ein Scheiß. Ne? Kennt ihr, oder? So, und auf diese Weise hat man halt Bands entdeckt, ja? Du hattest manchmal Songs, die hast du 50 oder 60 Mal hören müssen, bis das Arschloch vom Moderator dir tatsächlich dann auch mal, wenn er schon in den Song reinrabbelt, auch sagt, um welchen Song und welche Band es sich denn handelt. Nee, die erzählen dir ja irgendwas. Aber bloß nicht, wie der Song jetzt gerade heißt, ja? So. Ja, ich mach das anders, ich mach's besser. Ich sag immer, wenn ich überhaupt in die Songs reinrabbel, das müssen wir, um die zu entwerten, dann sage ich euch, wie der Song heißt. Und nicht nur das, ich sage euch auch, wie die Band heißt, das Album und wann es rausgekommen ist. So, also. gut. Und auf diese Weise hast du halt Bands entdeckt. Ja, so. Und das gibt's jetzt wieder. In den heutigen Zeiten, ich meine, guckt euch die Charts an, hört sie nicht. Es sei denn, ihr habt eine extrem hohe Schmerzempfindlichkeitsgrenze, Schmerztoleranz, ja? Wenn ihr da sehr schmerzempfindlich seid, dann könnt ihr euch mal anhören, was es aktuell in den Charts gibt. Du kannst es dir nicht ausdenken, was sich da Musik nennt, ja? Da stellt sich ein pubertäres Mädchen hin und macht, mein Leben ist scheiße, ich bin depressiv, hört mir beim Heulen zu und macht damit Millionen. Billie Eilish, ja? Wie kann man nur mit so einer Gülle Musik, Musik machen, nicht Geld verdienen, ja? Was mache ich in meinem Leben wohl falsch, ja? Ich versuche hier irgendwie eine Rockband zusammenzukriegen, brauche ich überhaupt gar nicht. Ich kann mich auch auf Klo setzen und einfach in die Schüssel furzen und das aufnehmen, mit einem Techno-Beat unterlegen. Millionär! Warum habe ich das nicht schon längst gemacht, ne? Ja, weil ich auch ein bisschen Würde habe. So, ja, sogar ich, auch wenn ihr es jetzt nicht glaubt, ja, stellt es euch vor. Aber gut, so, aber es gibt seit einigen Jahren endlich wieder im normalen Radio, was du halt im Auto ganz normal hören kannst. Wie sagt man denn? Im normalen UKW-Funk? Oder wie sagt man denn? Normales Funkradio halt. Nicht online, sondern halt eben auch, ne, generell. Ein Sender, der das war, was damals für mich Alpha-Radio und später dann Delta-Radio war. Nämlich ein Rocksender. Okay, die spielen auch Sachen, wo ich sage, boah. Ja. Tut mir leid, auch wenn ich jetzt hier, ich mache mich ja sowieso in jedem Video unbeliebt. Das macht auch keinen Unterschied mehr, Tommy. Mach weiter damit, ist egal. Ja? Ich kann nichts anfangen mit Sting oder Police. Katsching, katsching, katsching. Das ist genauso, wo ich mich frage, wo kommt das Geld daher? Ja, der nölt sich da eins ins Mikro, wo ich fast, Alter, kleb dir die Eier wieder an und sing endlich, ja. Aber ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber alles Geschmackssache, ne? Aber ja, gut. Boah, ich bin so raus. Nach diesem Video bist du so raus, Tommy, wieder mal. Aber egal. Die spielen halt auch Sachen, wo ich sage, ja, nee, ja. Aber es gibt eben auch tatsächlich viele Bands, die du da entdeckst, wo du sagst, was ist das? Und Gott sei Dank, die Mods dort, die machen es tatsächlich öfter mal, dass sie auch sagen, welche Band das dann ist. Viele Songs laufen einfach durch, da wird aber kein Wort gesagt und du fragst dich, toll, wer war es jetzt? Ich mache dann meistens den, dank des Internets ist es heute ja möglich, damals war es das nicht, ja. Damals konntest du zum Plattenladen gehen und fragen, ich suche eine Band und einen Song, ich weiß aber nicht, wie der Song heißt und auch nicht, wie die Band heißt. Ja, ist mir wirklich passiert, summ das mal. La 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 la. Ich
habe dann Smells Like Teen Spirit die Melodie nachgelalalat. Ja? Und was macht das Arschloch? Verkauft mir das Debütalbum von Nirvana. Den hatte ich dann nicht mehr so sehr lieb. Ja? Da war der Song ja gar nicht drauf, den ich haben wollte. Warum verkauft er mir nicht das aktuelle Album der Penner? Ja? Ständig hat man es nur mit unqualifizierten Personal zu tun. Aber gut, so. Ja, die ekelhafte Grunge-Zeit damals, ne? So, ja. Und heute machst du es aber so, du hörst bei einem Song einfach hin, merkst dir den Refrain, und zwar komplett. Am besten hast du wirklich einen Refrain mit einer längeren Textpassage bei, ja. Und den schreibst du dann einfach. Du schreibst einfach rein. Entweder machst du einfach YouTube auf und gibst den Part, den du gehört hast, oder den Titel, den du vermutest, den der Song jetzt haben könnte, ein. Und siehe da, da kommt der Song meistens auch, ja. Deswegen, das ist auch ein weiterer Punkt, ich meckere ja immer wieder, auch heute werde ich das wieder hier in diesem Video tun, ja. Ich meckere ja immer wieder darüber, dass die Bands in ihren Songs nicht den Titel des Songs nennen, in dem Song selbst, ja. Der Song heißt, weiß ich nicht, Burn the House Down, und was singen sie da immer? We need water, we need water. Ja, das kannst du dir ja merken, die brauchen halt Wasser, wenn das Haus niederbrennt. Toll, hahaha. Ja, dann hörst du den im Radio, ohne dass das Arschloch ansagt, welche Band und welcher Song das ist, setz dich zu Hause hin, we need water. Kommt nix. Also musst du eingeben, we need water lyrics bei Google. Am besten merkst du dir noch von der ersten Strophe den ersten kompletten Satz, wenn du das irgendwie hinkriegst, ja. Wenn die Gehirnkapazität da ausreicht, ist ja heute auch nicht mehr Standard, ne. So, dann gibst du das ein, und wenn du dann viel Glück hast, dann kommt das ah, und dann suchst du nochmal genau, und dann ah, und hörst du rein auf YouTube, und dann weißt du, ah ja, das ist es also. Das war jetzt eine ganz schön lange Einleitung dafür, um euch zu erklären, wie ich die jetzt die Band kennengelernt habe, von denen ich jetzt das aktuelle Album reviewen will, nämlich Reef mit Shoot Me Your Ace. Das ist das gute Stück, da komme ich gleich noch zur Optik. Und da kümmern wir uns jetzt drum, ja? Die habe ich halt genau, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, online, im Autoradio gehört. Dachte mir, oh, was ist denn das für ein cooler Song? Das ist ja interessant. Irgendwie so 70s Retro-Rock, und der Typ hat ja eine Stimme. Holla die fucking Waldfee. Da komme ich aber gleich nochmal zu, wenn wir über die Songs sprechen, ja? Aber auch da werde ich wieder ausschweifen. Sie richtet auch darauf ein, es wird hier vielleicht ein längeres Video, weil ich habe viel zu erzählen. Deswegen habe ich mir die auch geholt, die Band, weil die mich auf gewisse Arten und Weisen begeistern konnte, ja. So, ich habe den Song gehört, hab mir halt gemerkt, was er da singt, ja, denn hier auch der, also im Radio zu hören war der Titelsong, ja, und er singt zwar am Ende auch ein paar Mal den Titel des Songs, aber der Hauptrefrain ist nur wow, und mehr ist es nicht, ja, und viermal, ja. Aber ich habe mir halt die Parts der Strophen gemerkt. So, und dann habe ich das auf diese Weise gefunden. So. Und dann geguckt online und einiges recherchiert. Und da komme ich jetzt zu. Wir kommen jetzt nämlich erstmal zum Hintergrund der Band. Und da bemühe ich jetzt tatsächlich Wikipedia. Das ist das einzige Deutsche, was ich spontan gefunden habe. Wenn ihr Reef-Fans seid, ja, und ich hier jetzt Quatsch erzähle, berichtigt mich bitte gerne unten in den Kommentaren. Da bin ich euch immer dankbar für. Das ist dann nämlich konstruktive Kritik, mit der man arbeiten kann. Ja? So, also, mal gucken, ob Wikipedia recht hat, wenn ich Folgendes vorlese. Reef ist eine englische Rockband aus Butley, B-U-T-L-E-I-G-H, Butley, keine Ahnung. Sie besteht aus Gary Stringer am Gesang, Jesse Wood an der Gitarre, früher Kenwyn House, früher an der Gitarre wohl, Dominic Greensmith am Schlagzeug und Jack Bassent am Bass. Die Biografie ist gar nicht lang, ist eigentlich nur ein Absatz. Jack Bassent und Gary Stringer gründeten die Band in Street nahe Glastonbury. Kurze Zeit später zog das Duo nach Cornwall und fanden dort einen Schlagzeuger und einen Gitarristen, hatten jedoch zunächst keinen Erfolg. Nach einem Umzug nach London, wo sie ihren neuen Schlagzeuger Dominic Greensmith kennenlernten, beschlossen Bassent und Stringer, die Band Reef zu gründen. Nachdem sie ein paar Lieder aufgenommen hatten, tourte die Band 1994 und baute sich eine Fangemeinde auf. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung fand die Band Ende 2009 wieder zusammen und gab im Folgejahr wieder Konzerte. So, jetzt haben wir hier die Studioalben. Ja, hier sind jetzt folgende Alben gelistet. 95, das Album Replenish, keine Ahnung, 97 Glow, 99 Rides und 2000 Getaway.
Und boom! Da muss irgendwas passiert sein, was jetzt hier in der Biografie nicht steht, denn erst 18 Jahre später kam Revelation raus, 2018, und jetzt, 4 Jahre später, Shoot Me Your Ace. So, und mehr habe ich jetzt hier nicht vorzutragen, ja? Noch, hier ist noch eine Auflistung der Singles und Videoalben. Es sind nur eins: In Motion, Live from Hammersmith von 2019. Und das war's. Okay, ich kann jetzt mal kurz nochmal hier auf die Weblinks klicken, auf die offizielle Website. Steht hier irgendwas von Biografie? Was ist denn das für eine Website? Live Store Contact. Doll. Da haben wir aber auch noch eine inoffizielle. Oh, jetzt habe ich das weggeklickt. Ich Idiot. Moment. Hab Geduld mit einem alten Mann. Inoffizielle Website. Nur die geht nicht. Ist nicht erreichbar. Okay. Ob es da jetzt einen Besetzungswechsel gab oder ob es da. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, nachdem ich dieses Album, die 3 Songs, die ich euch unten auch verlinken werde, reingehört habe, das Ding sofort bestellt. Und dann ältere Sachen angehört. Ja? Die Songs vom letzten Album, Revelation, die schlagen die gleiche Kerbe wie hier die Shoot Me Your Ace. Die Prä-2000 Sachen sind aber Alternative Rock eher. Er sind zwar auch ein paar rifflastige, gute Sachen dazwischen gewesen, finde ich, ja. Aber auch Sachen, wo ich sage, bah, da kannst du auch Incubus hören oder die ganzen anderen komischen Popel-Alternative-Bands und so, ja. Das ist mir wieder zu seicht. Und vor allem auch frage ich mich, wenn das wirklich derselbe Sänger ist, der hier singt und auf den, ob das der gleiche ist, der immer schon bei der Band singt, würde mich da interessieren. Weil der hat dann echt eine Entwicklung hinter sich, Leute, ja. Vom, oh, ich bin ein Beatles-Klon. Zu Brian Johnson meets Mark Storris meets Robert Plant? What the fuck? Okay? Es ist einfach nur großartig. Und genau das war auch der Grund, warum ich zugegriffen habe. Ja? Aber da komme ich jetzt gleich noch zu, wenn wir hier über die Songs sprechen. Erstmal kurz zur Optik. Das ist das Cover. Wir sehen hier halt einfach so eine rothaarige Dame mit. Tag der Totenbemalung oder wie sagt man? Dingsbums Moetis, keine Ahnung, und einer Wumme. Und hier vorne sehen wir, ja, 2 Skelette, einen auf dem Skateboard und einen auf dem Motorrad. Was auch immer uns dieses Bild sagen soll, es sieht cool aus. Ja, es hat was leicht Cartooniges, aber auch gleichzeitig Grindhousiges. Spontan von der Stimmung des Bildes musste ich an die Preacher-Comics denken. Warum auch immer. Ja, weil da mache ich keine Skelette mit, aber naja. Hinten drauf, ja, da haben wir den ersten Fail, ja. Wo sind die Titel? Wo sind die Songtitel? Ja, genau da, ihr habt richtig geguckt. Ganz klein, da oben in der Ecke, Seite A und B. Ihr müsst die CD nämlich umdrehen. Nein, müsst ihr nicht, um Gottes Willen. Ja, aber man hat halt einfach, man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, ein individuelles Backcover zu gestalten, sondern hat einfach wahrscheinlich das von der LP genommen. Es gibt wahrscheinlich eine LP-Version, vermute ich jetzt mal, keine Ahnung. Bei Seite A und B, ja, aber egal, ja, naja. Ist halt relativ klein gedruckt, bei gutem Licht ist es okay, aber naja. So, innen drin, drinnen, drin haben wir hier nochmal ein sehr schönes Bild, finde ich. Auch wieder nett gezeichnet, ja. Hier mit einem, was soll denn das überhaupt sein für ein Rad da? Ach so, das ist hier so eine, hier, wo die dann immer im Kreis fahren, die Verrückten da, ne? Die Stunt-Driver oder was, ja. Ist ganz nice. So, dann haben wir hier nochmal ein Motiv und zwar einen skatenden Werwolf. Das hat auch alles Hand und Fuß. Es gibt einen Song hier, der heißt Wolfman. Da geht es um einen skatenden Werwolf. Ja, ich verlinke euch heute die Videos. So, und hier drin, ich hole es jetzt nicht raus. Hier drin ist die CD und da drin, okay, das hole ich dann doch raus, weil das möchte ich euch natürlich zeigen. Das Booklet, da gehe ich ja immer drauf ein. Zeigt einfach nochmal das Cover und eben das Backcover. Das ist übrigens ein übergehendes. Ne, ist es nicht. Oh, ich dachte, das wäre übergehend, weil hier dieser Streifen ist. Ne? Dieser Strich da, oder ist das doch über. Nee, nee, ist es doch nicht. Okay. Ja, das war's, ne? Und dann haben wir hier eine Seite mit Lyrics. Es ist so fucking klein gedruckt, dass ich ohne ihn hier keine Chance gehabt hätte. Ja? Natürlich bin ich intelligent. Ja, ich bin ein ganz intelligenter Mensch. Das ist ein Running Gag-Spruch bei mir und meiner Süßen. Mal süß mit mir, Entschuldigung. und hat natürlich, und ihr findet die Lyrics online. So, gebt einfach ein Reef, Shoot Me Your Ace, Lyrics und dann kommen die Lyrics. So, gut. Das hat mir dann geholfen. Ja, ich lese die einfach gerne mit, die Lyrics.
Wobei, hier versteht man eigentlich alles relativ gut. So, und dann kommen wir jetzt auch zum Kern des Ganzen, nämlich zu den Songs. Hoffe, ich schaffe das noch, bevor das Akku stirbt. Es geht los mit dem Titeltrack Shoot Me Your Ace und dazu verlinke ich unten ein Video. Meiner Meinung nach ein sehr geiles Video. Ist gut geschnitten, es ist gut gespielt, sagt man das so, weil die Bandmembers machen ja einfach nur ihr Ding, aber es kommt total sympathisch rüber, es reißt sich irgendwie mit und die stehen halt mitten in diesem Raum, der ja hier auf diesem einen Bild auch zu sehen ist, ne? Wo an den Wänden entlang diese Stunt-Driver mit ihrem Motorrad um die rumfahren. Das ist schon eine ziemlich geile Location und es ist gut geschnitten und ja, es sind halt kernige Knilche, den du auch abkaufst, dass die Spaß an dem haben, was sie tun. So, es geht los mit einem gezupften Rockriff, trocken, oldschoolig, irgendwie 70s-Style, ja. Und dann fängt der Sänger an und da hatten sie mich halt, als ich das im Radio gehört habe. Denn der hat eine extrem geile Reibeisenstimme und das erinnert mich halt daran, ich hatte damals mal einen, als ich angefangen habe, Bands zu entdecken, ja, im Rock- und Metal-Bereich, frag mich nicht mehr, wie dieser Sampler heißt, es war aus dem Verleih, irgendwie so ein Sleaze-Rock-Sampler war das und da war ein Song drauf von Johnny Crash, nicht Cash, Crash. Der Song hieß Freedom Road und den fand ich auch ganz geil und dann irgendwann, Monate später, im Karstadt in Kiel, gab es so eine kleinen Kästen, ja, die waren ungefähr so hoch, weiß ich nicht, einen Meter hoch, ja, oder eigentlich, kommt das hin? Ja, kommt hin. Und die waren komplett voll mit CDs. Das waren so Grabbelkästen. Und diese CDs hatten kein Cover. Und kein Backcover. Die waren einfach nur eine Hülle mit einer CD drin. Ja? Und da lag Johnny Crash mit dem Album Neighborhood Threat. Und ich dachte, oh, Johnny Crash, guck mal hin. Und dann guckte ich die Titel, die standen auf der CD alle drauf. Und ach, Freedom Road ist drauf. Kannst du dir auch mal anhören, was die sonst noch so für Musik machen. Und holy fucking moly, ist das ein geiles Hardrock-Album. Und eben die Stimme von dem Sänger hat mich damals absolut abgeholt. Und genau in die Kerbe schlägt er hier auch so ziemlich. Ja. Daran hat mich das ganz stark erinnert in den raueren Momenten, die Stimme von ihm. Es bewegt sich halt wirklich irgendwo zwischen Bon Scott und Brian Johnson und dem Sänger von Krokus, Mark Storrs und Robert Plant. Dann ist auch manchmal irgendwie noch so ein bisschen, ja, so, das ist, hört es euch einfach an, dann wisst ihr, was ich meine. Gerade bei Shoot Me Your Ace kommt alles raus, was er an Facetten zu bieten hat, kann man wirklich sagen. Von der Stilistik her, vom Instrumentalen jetzt her, was für eine Rockrichtung das ist, würde ich vor allem den Titeltrack am ehesten vergleichen mit einer Mischung aus Danko Jones und eben, ja, irgendwie auch AC/DC, keine Ahnung, und Co., ja. Dann kommt dieser Refrain. Und das ist einfach ein fucking Ohrwurm. Sowohl das Riff als auch die Melodie der Strophen habe ich ganz selten, dass die Melodie der Strophen ist. Den, 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 den. Kriege ich nicht mal aus dem Kopf. Okay, ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal gehört, den Song, sie dazu sagen. Aber du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf, das Ding. Und auch diesen wow, wow, wow Part, obwohl der ganz einfach und simpel eigentlich nur ist. Aber manchmal ist ja einfach besser als kompliziert. Weniger ist mehr. Das Prinzip greift hier halt, ne? Der ganze Song bewegt sich im rockigen Mittempo, ein bisschen schnelleres Mittempo, also. Es gibt ein sehr gutes Solo, also auch da kann man nicht viel meckern. Und am Ende haben wir mehrfach halt Titelnennung. Ne? Shoot Me Your Ace singt ja da irgendwie 6 bis 8 Mal. Und das kommt auch geil. Das reißt auch gut mit. So, dann kommt der nächste Song, When Can I See You Again. Der Song hat einen stampfenden Groove. Sehr coole Strophen wieder. Die Stimme von ihm passt halt einfach. Es reißt einfach viel raus. Hätten die jetzt hier so einen 0815-Sänger, der klingt wie alle anderen, würde mich das Album wahrscheinlich gar nicht so sehr begeistern. Also er sammelt hier wirklich viele Punkte, der Sänger, für mich persönlich. Der Refrain ist bei When Can I See You Again ist der Refrain selbst, ohne Titelnennung. Aber die Titelnennung erfolgt dennoch, und zwar immer am Ende der Strophe. Und es ist catchy genug, dich abzuholen. Im Grunde genommen, genau wie bei Shoot Me Your Ace, hat ja auch eine Wow, Wow, Wow hier im Refrain. Eigentlich etwas, was ich nicht mag, aber hier bei Reef kannst du es verzeihen, weil so viele memorable Parts in den Songs sind, die dich dann trotzdem mitnehmen, die du dir gut merken kannst, dass du trotzdem Spaß beim Mitmachen bekommst. Das ist einfach geil, was sie da machen. Ja. So, es folgt noch eine instrumentale Bridge und ein Solo. Im 70s-Style vom Sound her, ich würde halt hier auch wieder sagen, vor allem hier auf instrumentaler Ebene bei When Can I See You Again, kommt zum ersten Mal auch auf instrumentaler Ebene der Led Zeppelin-Touch durchaus raus. Ja. Dann kommt der Song Refugee, es ist ein schöner Mid-Tempo-Rocker, hat ein bisschen Laid-Back-Feeling, so ein bisschen entspannter gemacht. Ich musste an die Band, an das erste Album der Band Jekyll denken, falls es die jemand kennt. Ja. Trifft so ein bisschen auf Aerosmith von diesem entspannten
rockigen Flair her. Auch hier Gesang nicht, auch Aerosmith ist ein ganz netter Vergleich hier und da. Und der Song hat ebenfalls einen entsprechend passend gechillten Solo-Part. Ne? Dann kommt Best of Me, auch da finde ich euch wieder ein Video. Best of Me beginnt mit einem simplen Beat und Riff dazu. Klasse Strophen, wieder eine gute Melodie, gut gesungen. Der Song hat insgesamt einen sehr geilen Groove. Die Titelnennung, also Best of Me, erfolgt wieder in den Strophen statt im Refrain, also am Ende der Strophen statt im Refrain selbst. Ja. Und beim Solo haben wir so eine singt er eine Melodie auf Na 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 Na, das kommt auch ganz geil dazu. Das ist auch nochmal so ein Part, wo du mitmachen kannst. Kann ich mir live ganz gut vorstellen, zum Beispiel. Dann kommt der Song Wolfman, da finde ich euch auch ein Video unten. Ja, das ist halt der Song mit dem skatenden Werwolf, ja. Fängt an, wie insgesamt, mit diesem trockenen, kernigen Rock-Riff. Und wir reden hier wirklich von Rock. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt so weit gehen soll, das Hard-Rock zu... Aber ja, doch, ist ja schon... Doch, kann man schon sagen. Aber es geht hier wirklich, es ist halt Rockmusik. Handgemachte, echt produzierte, gute Rockmusik einfach, ja. Wolfman hat einen stampfenden Groove, der sehr geil reingeht. Tolle Strophen, geil gesungen, gute Melodie, auch in den Strophen. Und ein sehr klasse Refrain, einen textlastigen Strophenrefrain. Ohne Titelnennung, aber trotzdem ist das Ding so gut, ich will den auswendig lernen, damit ich mitsingen kann. Weil, ist großartig der Refrain, kann ich nicht anders sagen. Ja? Es gibt ein passendes Solo und ich muss an der Stelle jetzt mal ganz, 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 ganz ehrlich sagen, es gibt ja viele, sehr viele, die Greta Van Fleet hypen, was für mich nichts anderes ist, außer der klägliche Versuch, 1:1 eine Led Zeppelin Kopie darzustellen. Reef haben es geschafft, eigenständig zu sein in dieser Stilistik. Ja, hier und da sind auch Einflüsse von Led Zeppelin drin. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass es hier mit einer 1:1 Kopie zu tun hat. Dafür sind die Einflüsse aus anderen Bands viel zu stark. Und dafür ist die Eigenständigkeit, die Stilistik der Songs viel zu, ja, eben eigenständig, ja, herausstechend. Hat ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Und ohne Scheiß, wenn ich jetzt mal bedenke, dass die, vor 18 Jahren, nee, jetzt inzwischen hier vor 22 Jahren sogar, jahrelang Alternative gemacht haben. Die klingen hier wirklich, als hätten sie seit Gründung nur diese Art Musik gemacht. Finde ich. Also ich muss mir unbedingt das Vorgängeralbum, da habe ich mir jetzt nur den Titeltrack angehört, da gibt es ein Musikvideo, fand ich genauso geil wie die Scheiße, die hier drauf ist. Also muss ich mir die auch noch zulegen. Ja? Bei den älteren würde ich vielleicht auch noch zugreifen, muss aber sehr günstig sein. Da bin ich noch ein bisschen, da sind einige Songs gewesen, die ich da online gehört habe, wo ich sage, jetzt nicht so ganz meins, kriegt mich nicht so. Aber naja, gut. So, weiter, zurück zum Titel Wolfman. Oder zu Reef generell. Ich finde die halt authentischer als Greta Van Fleet. Vor allem, ich habe schon so viele Songs im Radio auf Radio Bob gehört von Greta Van Fleet. Es bleibt nichts hängen. Du hast keinen memorablen Part. Du hast kein Riff, das dich länger begleitet oder so. Bei mir jedenfalls. Also ist ja auch wieder Geschmackssache, wenn ihr das feiert, ist das ja toll, ist ja wunderbar. Ne? Ist ja geil, keine Frage. Aber mich persönlich hat es nie abgeholt. Wirklich nicht. Ich warte, vielleicht passiert mir ja das gleiche wie bei Ghost und irgendwann kommt ja doch mal ein Album, wo ich sage, wow, hey, es geht doch. Das ist doch endlich genau die catchy, eingängige Ohrwurm-Scheiße, die ich von euch erwartet habe. Und da bin ich auch im Boot, aber bisher habe ich da nichts gefunden. Alles, was ich mir angehört habe, online oder im Radio, es war zu Ende und dann war es wieder weg. Und hier, ja. Da muss ich mir gleich kaufen, das Ding, weil ich diesen Song haben wollte, diesen Titeltrack. So, nächster Song. Hold Back the Morning beginnt mit einer Bassline und Strophe dazu. Dann geht's rein mit einem stampfenden Groove, sehr gutem Refrain. Das Solo ist auch wieder sehr gut gespielt, finde ich. Und hier muss ich jetzt sagen, ja, Abzug will ich jetzt auch nicht geben. Aber hier hat man so ein bisschen den Einfluss einer Band, die ich jetzt nicht so feiere, und zwar Soundgarden. Ich bin beileibe kein Soundgarden-Fan. Generell, Soundgarden sind für mich auch einfach nur ein Produkt der ganzen Grunge-Szene und schon mit auch so ein bisschen in dem Stoner-Ding oder so, sagt man, keine Ahnung, Psychedelic, ja, da bin ich auch raus, ja. So die Richtung ist so eine Mischung aus all dem, ist das so ein bisschen, und da, ja, da sind hier ein bisschen Einflüsse drin, aber es ist jetzt nicht so krank, dass ich jetzt sage, oh Gott, was für eine scheiß Kiffernummer, sondern es ist nur so ein bisschen einflussmäßig im instrumentalen Bereich des Songs selbst, mit diesem stampfenden Groove, den Riffs und den Melodien, großartig. Aber du hörst durchaus diesen Einfluss so ein bisschen raus, ja, stört mich jetzt an der Stelle aber nicht.
gibt dem Ganzen nur ein bisschen Abwechslungsreichtum. Ja, so. Dann kommt Ride On. Ride On wird die Nummer sein, die ich noch am meisten hören muss, damit sie an mir wächst. Denn das ist tatsächlich ein ruhigerer, balladeskerer Song. Einstieg mit Akustikgitarre, ja, und es bleibt dann auch eher eine gechillte Nummer und hier kommen halt ganz klar von Reef die Alternative Rock Wurzeln durch, auf instrumentaler Ebene. Der Gesang rettet viel, der nette Refrain rettet auch einiges, das Solo ist auch schön, keine Frage, aber den werde ich mir noch schön hören müssen. Ich meine, ich finde ihn schon gut, ja, aber es ist jetzt, er schwimmt nicht auf der Liga der oberen Songs mit. Das wird ja vielleicht immer noch zu einem Grower. Das ist halt so, wenn man so will, die Ballade des Albums oder so. Dann kommt Everything Far Away, geht wieder mit einem Bass-Intro los und dann singt er mit einer sehr dunklen, dunkel gehauchten Stimme. Kommt aber geil, meistert er wirklich gut. Ja, du glaubst erst, singt das jetzt ein anderer. Auch das hat er halt drauf. Der Song steigert sich dann, wird dann, ja, man kann fast sagen, epischer, bis es übergeht in ein schweres, stampfendes Riff dazu. Ja, und dazu dann ein passender Refrain und auch ein schönes Solo. Also auch eine sehr schöne Nummer, keine Frage. Also auch echt gut. Dann kommt I See Your Face, der geht direkt im Mittempo rein, rockt also direkt im Mittempo los. Wir haben dann Strophe und Riff direkt am Start und einen textlastigeren Refrain. Ja, der Refrain geht okay, war jetzt aber nicht so ohrwurmlastig wie manche andere Nummer hier, muss ich dazu sagen, im Refrain. Es gab bessere auf diesem Album. Das Solo allerdings passt wieder, ja, zum Song. Und dann kommt der Rausschmeißer Strange Love. Da habe ich im Vorfeld gelesen. Ich habe ja schon einige, ich lese ja immer nebenbei so Reviews oder so. Oder auch schon bevor ich jetzt sowas wie jetzt hier mal so. Das Album liegt jetzt hier schon ein paar Tage. Und solange sie hier liegt, lese ich dann schon mal den einen oder anderen, der dann eine Review zugeschrieben hat. Und da stand halt, ich zitiere, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat. Tut mir leid, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber in einem Review stand halt, es war glaube ich ein englisches Review, glaube ich aber. Weiß jetzt nicht mehr genau. Strange Love ist der beste Song, den die Stones nie geschrieben haben. So, und da geht auch tatsächlich los mit einem Riff, das mich ein bisschen an Start Me Up erinnert, ja, vom Gitarrensound her. Dann kommt aber noch eine zweite Gitarre dazu, die dann satter, saftiger und härter ist. Also es ist ein bisschen wie härtere Stones. Und ab dem Moment, wo er anfängt zu singen, ist der Song auch gerettet. Denn tut mir leid, um mich endgültig bei euch ins Auszuschießen und um endgültig den kompletten Hass der Community auf mich zu ziehen. Ich hasse die Rolling Stones, okay? Es gab genau einen Song, als der neu war damals, wo ich gesagt habe, ach, das ist ja ein ganz nettes Ding. Love is Strong von der Voodoo Lounge. Die habe ich mir sogar gekauft mal, ganz günstig im Blitz. Da stand die mal im Angebot für 5 Mark. Euro? Weiß ich mehr, wie lange her, ist zu lange her. Aber ne, im Angebot, na, dann nimmst du mir, hörst du mir die anderen Songs an und es war der einzige Song, der bei mir irgendwie gefruchtet ist. Der ganze Rest. Und ich kann Mick Jagger weder sehen noch hören. Ja? Ich verstehe den Hype um diesen Mann nicht, wie der da ins Mikro quakt und wie so eine retardierte Transe über die Bühne stolpert. Ja? Sorry, so sieht's aus. Für mich. Aber gut, ja. So, das ist übrigens eine Beleidigung für hier. Die LGBTQ-Plus-Community, dass er sich so verhält und nicht so ist. Ne? Er sollte endlich mal ein Statement machen, dann ist es in Ordnung. Ja? So macht er sich über die lustig. Das finde ich gar nicht gut, möchte ich an der Stelle natürlich sagen. Ne? Also das war jetzt nicht beleidigend in die Richtung LGBTQ gemeint, sondern Richtung Mick Jagger, dass er das mal lassen soll. So war das gemeint. Ja? So. Um das mal ganz klar zu sagen. So, also, Strange Love kommt tatsächlich wie eine härtere Stones-Nummer mit guten Vocals rüber, hat einen stampfenden Groove, einen simplen, aber guten Refrain, der auch gut im Ohr hängen bleibt, wenn man so will, obwohl er eigentlich nur Strange Love, wenn man es singt, aber er haut es einfach geil raus, ja. Wir haben eine Strophenbridge am Start, die nochmal so ein bisschen Led Zeppelin-artiger rüberkommt, finde ich, und das Solo dann auch entsprechend. Also im Grunde genommen trifft hier Led Zeppelin auf die Stones oder so, kann man so sagen, so eine Fusion aus beiden fast. Eine stampfende Led Zeppelin-Nummer und eine stampfende Stones-Nummer treffen hier so ein bisschen aufeinander mit dem Gesang von Johnny Crash oder eben, ja, die anderen Beispiele, die ich so genannt habe. Ne? Das ist, ja, faszinierend. Also, Reef, Shoot Me Your Ace, wenn ihr auf diese Retro-Rock-Schiene steht, das bisher interessanteste Rockalbum des Jahres, das sage ich jetzt mal vorweg. Wenn ich mir Rock hole, ist es ja meistens Klischee-Kram. Entweder irgendein Glam-Kram oder Hair-Metal-Kram oder eben so dieses Bon Jovi-artige Arena-Rock-Zeugs. Ne? Das mag ich ja.
hier Sachen wie Eclipse und so radiotauglich, Ohrwurmlastig und bla. Das ist auch Ohrwurmlastig, das ist auch eingängig as fuck, aber komplett auf einem anderen Level. Ja, finde ich. Und es ist total interessant, ohne Scheiß. Also, geile Band, geiles Album, sehr, 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 sehr stark dieses Jahr, finde ich, jetzt schon. Und ich freue mich schon drauf, im Sommer dieses Album immer wieder an heißen Tagen immer wieder mal zu hören. Freue mich wirklich drauf, ohne Scheiß. Also, Respekt. Es ist doch schön, dass man immer noch, selbst in hohem Alter, ja, und wenn man sich dann die Charts betrachtet, in Zeiten, in denen solche Musik wie in den Charts populär ist, immer noch solche Bands entdeckt. Das ist schön, ja. Von wegen der Rock, hier Metal und Rock ist tot. Nee, wird niemals sterben. Und solche Bands wie die hier, die beweisen das. Gut, dann bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Nehmt nicht alles, was ich in meinem Video gesagt habe, so sehr auf bare Münze, ne? Oder tut das und hasst mich, komme ich dann auch mit klar. Ich wünsche euch viel Spaß, was auch von mir als nächstes schaut. Übrigens, noch ganz, ganz kurz am Ende. Morgens Montag, naja, morgen kommt wahrscheinlich das nächste Feedbacks und holt euch schon mal Snacks und Getränke, es wird nämlich lang. Okay? Da habe ich mich wieder durch einiges durchgekämpft, da habe ich mir was aufgebürdet, alter Falter. Aber ja, da kommen wir dann noch zu, ne? So, also, viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut und bis zum nächsten Mal, wie immer. Farewell!